Ich möchte euch nochmal die ganzen Wettbewerbsbeiträge zeigen. Die sind jetzt nämlich alle da. Heute ist das letzte per Post gekommen. Und ich fange mal an mit dem, was eigentlich auch per E-Mail eingegangen war und was ich aber nicht gesehen hatte, weil ich dachte, es wäre Werbung von Hundefutter. Und zwar sind das diese drei Gläser hier. Einmal ist hier besinnliches Fest noch mit drauf gemacht. Da hat sie einfach nur Schraubgläser genommen und dann hier so eine Plastikfolie, so eine stabile, dickere. Hat hier besinnliches Fest ausgestanzt, ein Schleifenbändchen drumherum und oben ein bisschen Designpapier. Ja, und wie gesagt, da hat sie drei Stück von gemacht. Zwei dann hier solche mit solchen Schleifen und ein Glöckchen. Und die andere eben mit diesem besinnlichen Weihnachten. So, dann sind die Karten angekommen. Sie, das waren diese drei hier. Ups, schon wieder verkehrt rum. Jetzt aber. Ja, ich zeige sie noch mal ein bisschen näher. Einmal diese mit dieser Eule, dann haben wir diese hier und zu guter Letzt diese. Im Tauschbäckchen habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich da noch dieses bekommen habe. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es nicht mehr komplett ist, weil hier drin waren noch 5 Geschenke. Und das waren alles so Badezusatzsachen und da habe ich mir heute tatsächlich schon eins gegönnt. Also sie hat mir hier einmal diese Lamas gemacht und meinen Namen drauf. Und dann hat sie mir so eine Explosionsbox gemacht und wie gesagt, da waren eben dann noch Geschenke reingeklebt. Und die Box schaut dann so aus. Ja, wie gesagt, dann ist heute das letzte noch angekommen, was noch im Wettbewerb dabei war oder mit teilgenommen hat. Und zwar ein Päckchen von Christina, also Miss Fruchteis. Und sie hat gesagt, sie hat es sehr gut verpackt. Sie hat auch drauf geschrieben, Vorsicht Glas, dass man wirklich sorgsam damit umgeht. Und ja, damit habe ich gerechnet, dass hier jetzt sehr viel Verpackungsmaterial drin ist. Ja, und wer die Videos dazu verfolgt hat, weiß, dass dieses Projekt hier den Wettbewerb gewonnen hatte. Ja, anscheinend haben wir hier ein paar. Pärchen gelöst. Oder war das Absicht? Nee, die war hier irgendwo festgeklebt, aber die klebe ich einfach wieder an. Das ist ja kein Problem. Ja, die hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut eingepackt. Da sollte wirklich nichts kaputt gegangen sein. Wobei, ihr seht, es wurde trotzdem geschafft, dass eine Kugel irgendwie abgegangen ist. Ja, und dann versuche ich das mal vorsichtig rauszuholen. Karton einmal an die Seite. Ja, und so sieht es jetzt in Original aus. Ich nehme die gerade noch einmal raus. Und zwar ist das so eine schwebende Tasse. Und da hat sie dann ringsrum eben diese Weihnachtskugeln. Und dann hier noch ein Teelicht. Ja, und hier vorne sind noch Stempel drauf, wobei ich nicht weiß, ob das vorher schon so war. Oder ob du das zusätzlich hier noch aufgeklebt hast. Das würde mich jetzt noch interessieren, ob du das noch drauf gemacht hast oder ob das schon drauf war. Auf jeden Fall super, super schön. Und das hat mir halt sofort, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das kommt bei mir auf die Fensterbank. Ja, und da werde ich es heute auch noch hinstellen zu meiner restlichen Weihnachtsdeko. Ja. Und das war es auch mit den Wettbewerbsbeiträgen. Ich hoffe, euch haben die Sachen auch ein bisschen gefallen und sage Tschüss!
Bis morgen.